herzlich willkommen zu meinem Best-of und wie du siehst, heute einmal in anderer Kulisse, nämlich als kleine Pause für deinen Arbeitsalltag, ein sogenannter Refresh. Ich zeige dir ein paar Übungen, die du machen kannst, um deinen Arbeitsalltag, deine Arbeitsroutine zu unterbrechen, den Körper ein bisschen zu bewegen, zu mobilisieren und ein wenig zu entspannen damit, um danach wieder gestärkt und frisch und konzentriert an die Arbeit zu gehen. Wenn du dich an deinem Schreibtisch befindest, setz dich mal auf deinen Stuhl nur im vorderen Bereich, sodass dein Rücken frei ist und du dich ganz gerade hinsetzen kannst. Lass dann die Arme an der Seite locker hängen und beginne erstmal deine Schultern nach hinten zu kreisen und zieh die Schultern dabei vor allem nach hinten unten. Wiederhol die Bewegung 6-7 Mal und atme ruhig weiter. Dann lass deine Arme an der Seite tief, versuch deine Position mittig zu halten und neige deinen Körper zur einen Seite und zur anderen Seite. Zieh dabei deine Schulter nach unten und mach eine Seite richtig lang. Zieh deinen Arm in Richtung Boden und wiederhol die Bewegung pro Seite 5-6 Mal. Komm dann wieder zur Mitte und dreh dich jetzt mit deinem ganzen Körper zur einen Seite. Nutz dabei deine Lehne und deinen Tisch. Achte drauf, deine Beine bleiben weiter vorne und dreh deinen Oberkörper ein wenig nach hinten. Lass deine Schulter tief und halte die Position für 5 Sekunden und wiederhol das Ganze noch auf der anderen Seite. Komm dann zur Mitte zurück, steh auf, schieb deinen Stuhl etwas zurück, damit du Platz hast. Du darfst jetzt gerne deinen Tisch benutzen, um ein wenig Balance dir in deine Übung zu bringen, das heißt dir zu helfen, die Balance zu halten. Stell dich so auf, dass du dich hinsetzen kannst auf deinen Stuhl, ohne dass du es tust. Komm tief und komm wieder hoch. Berühre dabei gerne mit den Handflächen den Tisch und versuch die Bewegung ganz locker und dynamisch zu machen. Wiederhol das Ganze 5-6 Mal und komm dann wieder langsam zum Sitzen. Stell nun die Füße etwas enger nebeneinander auf. Leg deine Hände auf die Oberschenkel und heb deine Fersen vom Boden ab und beweg jetzt deine Sprunggelenke ganz aktiv und ganz bewusst weit nach oben und lass sie wieder nach unten sinken. Aktiviere so deine Venenpumpe und bring Bewegung in dein Sprunggelenk und in die Wadenmuskulatur. Wenn du hohe Schuhe trägst, dann zieh für diese Übung unbedingt deine Schuhe aus, sodass du deine Füße ganz locker und ganz sanft nach oben und nach unten bewegen kannst. Wiederhol das Ganze 10-15 Mal und komm dann wieder langsam zur Ruhe. Für die nächste Übung greif mit den Händen zurück an deine Lehne. Lehn dich leicht nach vorne mit dem Oberkörper, sodass du deine Schultern nach hinten bringen kannst und gefühlt deinen Brustkorb ein wenig öffnest. Komm leicht nach vorne und spür nun eine leichte Dehnung im vorderen Teil und im Schulterbereich. Halte die Position für 5-10 Sekunden. Du darfst dazu auch gerne deinen Kopf ein wenig nach oben und nach unten bewegen. Löse dann deine Arme. Setz dich nochmal ganz aufrecht, nimm deine Hände nach vorne und zieh die Arme jetzt aktiv zurück. Und lass sie wieder nach vorne kommen. Mach diese Bewegung jetzt ganz bewusst dynamisch und bewege auch deinen Oberkörper dazu ein wenig nach vorne und nach hinten. Lass die Schulter tief, wiederhol die Bewegung 5-6 Mal und lass dann deine Arme ganz entspannt sinken. Jetzt komm nach oben. Stell deinen Stuhl zur Seite.
Nutze deinen Tisch, um dich ein wenig abzustützen. Komm in die Schrittstellung, vorderes Bein gebeugt, hinteres Bein lang, die Zehen zeigen nach vorne. Und lass jetzt deine Ferse auf den Boden sinken, spür eine leichte Dehnung. Drück dich etwas nach oben, kräftige so deine Muskulatur im Bein und lass es wieder nach unten sinken. Wiederhol die Bewegung 5-mal auf jeder Seite und versuch dabei ganz ruhig und stabil zu stehen. Lass das hintere Bein lang, mach deinen Körper fest und atme ganz ruhig weiter. Dann komm ein bisschen weiter zurück mit beiden Beinen. Du kannst die Beine jetzt entweder schließen oder auch gern in eine leichte Grätsche kommen. Nimm die Arme vorne etwas enger und komm jetzt langsam nach unten. Bring deinen Po zurück und mach deinen Rücken nach und nach immer ein Stückchen länger. Dein Kopf wandert dabei zwischen die Arme und du atmest aus, wenn du nach unten gehst. Wiederhol das Ganze 5 bis 6 Mal und komm dann langsam wieder aus der Position heraus. Stell dich seitlich und nutze deinen Tisch gerne, um dich ein wenig zu stabilisieren. Heb ein Knie nach oben und bring die gleiche Hand auf der Seite auf den Oberschenkel. Drücke jetzt das Bein nach unten und halte mit deiner Bauchmuskulatur gegen. Atme weiter, halte die Position für 5 Sekunden. Spür die Spannung und wechsle dann die Seite. Wenn du es schaffst, bleib so stehen und versuch das Ganze mal, ohne dich festzuhalten. Beuge dein Standbein ganz leicht, 5 Sekunden halten und dann wieder langsam absetzen. Komm nun zurück auf deinen Stuhl und mach zum Schluss noch ein paar Übungen zur Lockerung deiner Augen und für deine Gesichtsmuskeln, gerade wenn du viel am PC arbeitest. Bleib dazu entweder vorne auf deinem Stuhl sitzen, du darfst dich auch gerne nach hinten lehnen und versuch jetzt mal dein Gesicht ein bisschen fest zu machen. Schließ deine Augen ganz fest und zieh deine Mundwinkel nach oben. Ja, sieht ein bisschen lustig aus, aber sehr, sehr effektiv. Mach das möglichst fest. Halte diese Position für 5 Sekunden und lass dann die Spannung wieder fließen. Mach jetzt deinen Mund ganz spitz und mach dabei ein ganz ernstes Gesicht. Schließ wieder die Augen, wiederhol das Ganze 2 bis 3 Mal und dann öffne deine Augen und schau mal nach oben, nach rechts, nach links, nach unten, nach rechts, nach links. Das Ganze nochmal in jede Richtung und dann lass deine Augen wieder ganz locker werden. Lehn dich jetzt entspannt zurück in deinen Stuhl. Lass deine Füße ganz locker auf den Boden sinken. Atme 3 bis 4 Mal tief ein und aus, wenn du möchtest. Reibe deine Hände kurz aneinander, wärme somit deine Handflächen ein wenig an und lege sie dann ganz sanft auf deine Augen. Spür die Wärme, schließ dabei die Augen und wiederhole das Ganze auch 3 bis 4 Mal. Und dann atme noch 1 Minute ganz entspannt, lass dich fallen. Und jetzt bist du ein bisschen erfrischt, ein bisschen gestärkt, hast dich gelockert und kannst jetzt ganz entspannt mit neuer Energie an deine Arbeit zurückkehren. Viel Spaß und dieses Workout darfst du gerne auch öfter während deiner Arbeitswoche integrieren. Egal, ob du unterwegs bist, zu Hause arbeitest oder im Office. Das sind Übungen, die funktionieren immer. Sie geben deinem Körper neue Energie und dir wieder neue Motivation für den restlichen Tag. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.